optimistisch. Die Konjunkturerwartung und die Anschaffungsneigung, beide Faktoren des GfK-Konsumklimaindex, liegen zu. Leider geht es etwas zurück bei der sogenannten Einkommenserwartung. Für März 2013 prognostiziert der Gesamtindikator 5,9 Punkte nach 5,8 Zählern im Februar. Und damit setzt sich der leichte Aufwärtstrend aus dem Vormonat fort. Und über dieses GfK-Konsumklima spreche ich jetzt mit Rolf Birkel, wie angekündigt von der GfK. Herr Birkel, schönen guten Morgen. Wieder ein Anstieg beim GfK-Konsumklima-Index, wenn auch nur ein leichter. Worauf führen Sie das zurück? Ja, schönen guten Morgen. Also dieser Anstieg bei der Konsumstimmung ist vor allem auch darauf zurückzuführen, dass seit Ende letzten Jahres doch auch eine merkliche Beruhigung an den Finanzmärkten eingesetzt hat. Das Thema ist auch nicht mehr on top auf der Agenda gewesen. Das hat dazu geführt, dass die Verbraucher weniger verunsichert sind. Das war stützend für die Konsumstimmung. Und hinzu kommt, dass ja auch die Unternehmen, wenn man das IFO-Geschäftsklima sieht, auch wieder deutlich optimistischer sind, was den weiteren Verlauf der Konjunktur in Deutschland betrifft. Jetzt ist ja nach Ihrer Befragung die Konjunkturerwartung noch leicht im negativen Bereich. Was überwiegt jetzt bei Ihnen? Die Freude darüber, dass wir doch einen deutlichen Anstieg gesehen haben, oder die Enttäuschung darüber, dass wir immer noch im Minus sind und damit unterm Durchschnitt? Angesichts des internationalen Gegenwindes, den wir konjunkturell derzeit haben, wenn ich an die Rezession in der Eurozone zum Beispiel denke, ist ein Wert knapp unterhalb der Nulllinie, also unterhalb des langfristigen Durchschnittes, durchaus eine erfreuliche Situation. Und vor allem auch die Entwicklung ist erfreulich. Also die Konjunkturerwartung signalisiert derzeit doch mehr und mehr einen Wendepunkt. Die Entwicklung ist deutlich aufwärts gerichtet. Die anderen Faktoren, die Sie anschauen, zum einen Anschaffungsneigung und zum anderen Einkommenserwartung. Da hat sich das Bild umgedreht. Die Anschaffungsneigung legt jetzt leicht zu und dagegen fällt diesmal die Einkommenserwartung. Wie kommt jetzt das? Also bei der Einkommenserwartung könnte man auch vielleicht von einem so einem leichten Korrektureffekt sprechen, denn wir hatten im Vormonat einen überaus starken Anstieg bei den Einkommensaussichten, sodass wir insgesamt, auch wenn man das Niveau sieht, überaus erfreulich dastehen momentan, was die Einkommensaussichten betrifft, sodass ich nicht sehr besorgt bin über diesen leichten Rückgang in diesem Monat. Wir sehen jetzt gerade die Grafik, den Verlauf des GfK-Konsumklimaindex über die letzten Jahre, und da fällt auf, dass das Niveau des Gesamtindikators seit etwa 2 Jahren stabil ist. Ist das jetzt eine gute oder eine schlechte Nachricht? Das ist insgesamt eine gute Nachricht, denn wenn wir uns ein bisschen zurückerinnern, in den Jahren von 2001 bis 2010 hatten wir eine Dekade der Stagnation auch bei dem Konsum zu verzeichnen, also kaum einen realen Zuwachs in diesem Zeitraum insgesamt gesehen, sodass jetzt diese stabile Entwicklung mit Zuwachsraten von 1% oder wie im letzten Jahr noch deutlich darüber doch eine sehr erfreuliche Nachricht ist und der Konsum sich doch mehr und mehr als eine stabile Säule auch der deutschen Wirtschaft herauskristallisiert. Also die deutsche Wirtschaft steht jetzt nicht mehr nur ausschließlich auf den Exporten, sondern zunehmend auch auf der Binnenkonjunktur. Wie geht denn das weiter? Wovon hängt denn jetzt die Weiterentwicklung des Konsums oder des GfK-Index ab? Also aus Sicht der Verbraucher ist die entscheidende Größe ist der Arbeitsmarkt. Die Entwicklung der Beschäftigung, die wird sicherlich zu einem wesentlichen Teil darüber auch bestimmen, wie sich die Konsumstimmung in diesem Jahr weiterentwickelt. Und nach den bislang vorliegenden Prognosen muss man hier nicht unbedingt pessimistisch sein. Die Beschäftigung soll überaus stabil bleiben, das hohe Beschäftigungsniveau soll anhalten und auch die Arbeitslosigkeit wird vermutlich kaum zunehmen. So, das sind insgesamt doch gute Nachrichten für die Verbraucher. Und das in Verbindung mit einer moderaten Inflationsrate sorgt es auch für eine Stärkung der Kaufkraft. Und dann ist natürlich noch eine Unwägbarkeit, das ist die Entwicklung im Rahmen der Euro- und Schuldenkrise. Hier müssen wir natürlich vor einer dramatischen Verschärfung auch gefeit bleiben. Ansonsten wäre es auch ein schwieriges Jahr für den Konsum. Rolf Birkel von der GfK. Der Konsumklimaindex legt leicht zu. Er wird jetzt prognostiziert mit 5,9 Punkten. Und das ist positiv. Dankeschön nach Nürnberg, Herr Birkel. Gerne.